Ramadan. Welcome, holy month, Ramadan. Welcome, Ramadan. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Atlas Küche und willkommen zum neuen Video. Bostela gehört zu den beliebtesten und wahrhaft großartigsten Spezialitäten der marokkanischen Küche. Die ist bei uns eher als Festmahl bekannt, denn wegen der aufwendigen Zubereitung gibt es sie bei uns nur zu besonderen Anlässen wie Hochzeiten, Verlobungsfeiern, Geburtsfeiern oder selbst auch an Ramadan. Und ich glaube, ich hatte mal, 3 Jahre ist es schon her, dass ich mein erstes Bostela-Video hochgeladen habe auf meinem Kanal. Und heute zeige ich euch Ramadan entsprechend die Zubereitung für Mini-Bostela. Die gibt es bei uns immer sehr gerne an Ramadan, denn jeder hat seine eine Portion, die er schnell verputzt. Und ja, es bleibt somit nichts übrig und vor allem wird nichts verschwendet. Da legen wir, wie wir ja alle sicherlich, hohen Wert drauf an Ramadan. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns doch jetzt einfach mal direkt die Zutaten an. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Ich habe hier ein ganzes Huhn, das ich bereits enthäutet und zerlegt habe. Meins wiegt etwa 1,5 Kilo. Gehackte Zwiebeln, die habe ich einfach in den Mixer gegeben und zerkleinert. 6 große Eier, eine Handvoll gehackte Petersilie, außerdem Sonnenblumenöl, Wasser. An Gewürzen habe ich hier Pfeffer, Salz, Ingwer, Zimt, Safranfäden, Smin und Kurkuma, welches hier ich hier leider vergessen habe zu zeigen. Und last but not least Huarqa bzw. Filo. Ich nehme immer da ganz gerne den Filo-Teig, den es beim Asiaten gibt für die Frühlingsrollen. Ich finde, der ist der marokkanischen Huarqa am ähnlichsten. Das Gute dabei ist, man kann den gut verarbeiten, ohne dass er zerreißt und vor allem wird er nicht so trocken nach dem Backen. Und achtet darauf, den gibt es in groß und klein. Ich verwende hier für diese Mini-Bostelas die kleinen Blätter, also die in der grünen Packung. Jedenfalls mein Favorit. Und ja, entweder findet ihr den beim Marokkaner oder beim Asiaten. Schaut da mal vorbei. Und außerdem brauchen wir für den weiteren Belag blanchierte Mandeln, Puderzucker und Zimt. So, los geht's mit der Zubereitung. Ich erhitze zunächst das Öl in einem Topf, gebe die Zwiebeln, das Fleisch und die Petersilie hinzu, würze es schon mal und dünste es bei geschlossenem Deckel etwa 10 Minuten. Dann gebe ich das Wasser, was ich vorher mit Safran vermischt habe, hinein und ab hier schalte ich den Herd auf niedriger Stufe runter und lasse das Fleisch 35 bis 40 Minuten köcheln. Die Zwiebeln wässern hier noch zusätzlich beim Garen, insofern wird das Fleisch in ausreichender Flüssigkeit gegart. Auch wenn das hier so wenig aussieht, wird es nicht trocken, da ist ausreichend Flüssigkeit vorhanden. Wenn das Fleisch gar ist, entnehme ich es aus dem Sud und lege es in einer Schüssel. Die Zwiebeln lasse ich bei mittlerer Stufe kochen, bis die Flüssigkeit komplett verdampft.
Dafür muss der Deckel in der Zeit nicht drauf sein und gelegentlich die Zwiebeln rühren, damit sie nicht anbrennen. In der Zwischenzeit löse ich das Fleisch vom Knochen und zupfe es, damit ich so kleine Stückchen erhalte. Macht es am besten aber mit zwei Gabeln, sonst verbrennt ihr euch die Finger und seid hier ganz vorsichtig, denn es ist noch heiß. Meine blanchierten Mandeln gebe ich auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech und röste die 10 bis 15 Minuten im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad. Und auch hier die Mandeln gelegentlich wenden, damit sie gleichmäßig geröstet werden. Dann aus dem Ofen nehmen und erstmal abkühlen lassen. In der Zwischenzeit ist hier die Flüssigkeit schön verdampft, wie man sehen kann. Die Zwiebeln beginnen zu karamellisieren und an dieser Stelle gebe ich unter Rühren die Eier einzeln hinzu, sodass ich am Ende ein schönes Zwiebelrührei erhalte. Und kochen, bis die Masse wirklich komplett trocken wird, denn das ist ganz wichtig, sonst wird die Wurka durch die Füllung durchnässt und die Bustela wird nicht so schön knusprig, wie sie sein soll. In diesem letzten Vorbereitungsschritt zerkleinere ich zuerst die Mandeln in einem Mixer, möglichst grob gehalten und nicht zu fein, damit man noch den Crunch im Mund spürt. Dann Puderzucker und Zimt hinzufügen und nochmal ganz kurz, also wirklich ganz kurz, 2 bis 3 Sekunden maximal mixen, sodass sich der Puderzucker und Zimt mit den Mandeln gut vermischt. Ihr könnt auch die Mandeln einzeln grob hacken und den Puderzucker und Zimt anschließend einfach hineinsieben und das Ganze auch mit einem Löffel vermischen. Das geht auch. Jetzt sind alle Komponenten bereit für die Füllung. Hier habe ich die Eier-Zwiebel-Mischung, das Fleisch, die geschmolzene Butter und ich beantworte jetzt schon mal die Frage, nein, Butter kann man nicht durch Öl ersetzen, also es muss wirklich Butter sein und außerdem die Mandeln und die Wurka bzw. Filoblätter und jetzt geht's ans Eingemachte. Um mir die Arbeit zu vereinfachen, lege ich mir die Filoblätter vornherein bereit, indem ich die gewünschte Menge vorher einfach auseinanderziehe und die in einem feuchten Küchentuch lege, damit sie nicht trocken werden. Denn wenn diese Filoblätter Luft trocknen, dann werden sie brüchig und hart. Also während der Zubereitung immer darauf achten, dass sie luftdicht oder leicht feucht gehalten werden. Damit ich möglichst gleich große Mini-Pastelas erhalte, lege ich mir so einen Ring zu Hilfe. Meine hat einen Durchmesser von 10 cm. Wenn ihr so einen Dessertring quasi nicht habt, dann könnt ihr auch eine kleine Müslischale nehmen oder beispielsweise den Deckel vom großen Nutella-Glas und euch einfach danach richten. Und ihr seht, dass ich immer 2 Blätter nehme für eine Bustela, das reicht vollkommen. Zwischen jedem Blatt bestreiche ich den Boden und die Seiten mit etwas Butter und beschichte die Füllung entgegengesetzt. Das heißt, als erste Schicht belege ich den Boden mit den Mandeln, dann die Eier-Zwiebelmasse und zum Schluss das Fleisch. Und da die Bustela am Ende umgedreht wird, ist unten dann das Fleisch, dazwischen die Zwiebel-Eier und als Topping halt die krokante Mandelfüllung. Et voilà, so gehe ich einfach fort, bis die Füllungen aufgebraucht sind. Und wichtig ist hier das Bestreichen mit Butter, damit die Blätter zusammenkleben und gleichzeitig die Pastela nach dem Backen einen schönen knusprigen Mantel bekommt.
Hier lege ich mir meine gewünschte Portion auf einem Backblech, das natürlich mit Backpapier ausgelegt ist, bestreiche meine Pstrellas noch mit Butter und gebe sie im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad Umluft für etwa 20 bis 25 Minuten, jedenfalls bis sie schön goldbraun werden. Der Rest, der übrig geblieben ist, packe ich in eine Dose. Dazwischen lege ich immer etwas Backpapier aus, damit sie nicht aneinander haften und gebe sie anschließend ins Gefrierfach. So bleiben sie immer ganz leicht einzeln entnehmbar und ich kann sie jederzeit frisch backen. Also es lohnt sich hier wirklich eine große Portion herzustellen. Gerade an Ramadan sind solche Speisen begehrt und man macht sich halt nur einmal den Aufwand. Nach dem Backen leicht abkühlen lassen und vor dem Servieren mit Puderzucker bestäuben und mit Zimt verzieren oder mit Honig bestreichen und mit gerösteten Mandelplättchen dekorieren. Et voilà, so sehen die Pstrellas am Ende aus. Der Knusper-Effekt ist sicherlich hier nicht zu überhören. Von außen super knusprig, so wie sie sein sollten. Innen erwartet euch eine, was soll ich sagen, eine Aromabombe aus Tausend und einer Nacht. Man hat die Süße der leicht gezuckerten Mandeln, das zarte, geschmacksvolle Fleisch und die weiche Schicht der aromatischen Zwiebeleier oder der Pastete besser gesagt. Diese drei Komponenten sind zusammen eine wahre Geschmacksexplosion in euren Gaumen. Für die meisten möge diese süß-herzhafte Kombination seltsam sein, aber man muss es einfach probiert haben und ich sage immer, der Mut wird am Ende belohnt. Also traut euch ruhig ran und macht es nach, es lohnt sich sicherlich, denn dieses Gericht schmeckt wirklich herrlich. Und ja, wenn ihr es also nachmachen wollt, dann findet ihr das Rezept auf meinem Blog unter www.atlasküche.com. Natürlich mit allgenauen Mengenangaben und Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und ja, schickt mir doch gerne eure nachgemachte Pstrella gerne auf Facebook oder Instagram oder verlinkt mich doch direkt mit dem Hashtag Atlasküche, dann kriege ich das immer direkt mit. Und ja, ich freue mich jetzt schon riesig drauf. Also, wenn du noch kein Abo meines Kanals bist, dann kannst du es hiermit tun. Also abonniere meinen Kanal, das Ganze natürlich kostenlos und aktiviere die Glocke, damit du immer auf dem neuesten Stand bist. Und ja, ich wünsche euch also noch gutes Gelingen, viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Video oder besser gesagt, bis übermorgen. Tschüss!